Herzlich willkommen, liebe Global Azure Austria Community. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch für meine kleine Geschichtsstunde interessiert. In den nächsten 50 Minuten möchte ich euch unsere Reise in die Cloud vorstellen. Und wie bei jeder guten Geschichtsstunde soll das jetzt nicht nur eine chronologische Auflistung der Ereignisse sein, sondern ich hoffe, dass ihr euch etwas für eure Reise mitnehmen könnt. Ich habe zumindest sehr viel Spaß gehabt bei der Aufbereitung und wieder ein bisschen was über uns gelernt. Und ich hoffe, dass ihr ein ähnliches Erlebnis mit diesem Vortrag habt. Gut. Mein Name ist Günther Schulmeister und ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren für die Porsche Informatik. Habe in der Tat nie einen anderen Arbeitgeber gehabt und bin jetzt seit circa 5 Jahren im Cloud-Umfeld tätig. Ich hatte da jetzt schon unzählige unterschiedliche offiziellen Rollen in dem Umfeld, aber habe in Wirklichkeit immer eine Sache gemacht. Ich habe mich darum gekümmert, dass ich die Cloud-Transformation der Porsche Informatik und dann auch weitergehend der Porsche Holding vorantreibe. Mittlerweile ist meine offizielle Rolle Public Cloud Architekt und ja, hin und wieder mache ich sogar Architekturen. Meistens treibe ich aber die Themen organisatorisch voran und technisch werde ich dann unterstützt durch großartige Kollegen, wie zum Beispiel den Christian Kübel, den ihr schon kennengelernt habt. Ja, und eben dann, wenn ich Architekturen mache, dann sind es meistens in PowerPoint, deswegen nennen mich auch böse Zungen manchmal PowerPoint-Architekt und ich muss Ihnen recht geben. Ja. Einige von den Folien, die ich so zeichne, werdet ihr jetzt in diesem Talk sehen, die sind immer zu dem Zeitpunkt entstanden, zu dem ich sie ja einkategorisiert habe. Und in der Hinsicht ist jetzt das ein bisschen meine eigene Geschichte, die ich da erzähle. Ein anderer wird es vielleicht aus einer leicht anderen Perspektive wiederbringen. Aber ich glaube, alle, die dabei waren, können sich darauf einigen, dass das, was wir da jetzt auf der linken Seite sehen, so die wichtigsten Erkenntnisse des jeweiligen Jahres gewesen sind. Und dann starten wir gleich los mit einer Vorstellung des Unternehmens. Ich möchte es jetzt nicht machen, um Marketing fürs Unternehmen zu betreiben, sondern der Hauptzweck ist, dass ihr versteht, in was für einem Kontext diese Reise stattgefunden hat. Weil ihr werdet es ja jetzt wahrscheinlich umlegen auf euer Unternehmen und die Reise ist für jeden ein bisschen eine andere. Je nachdem, wie groß man ist, in was für einer Industrie oder Umgebung man tätig ist und ob man jetzt eben ja sowas wie eine Eigenständigkeit hat oder in eine größere Gruppe eingebettet ist, muss man auf andere Sachen Rücksicht nehmen. Also die Porsche Informatik ist sowas wie ein Full-Stack-IT-Dienstleister der Porsche Holding. Die Porsche Holding ist Österreichs größtes Unternehmen, jetzt zumindest einmal, wenn man auf den Umsatz schaut, und ein Händler, ein Automobilhändler der VW-Markenwelt. Ja. Und ist für sich selbst dann auch wieder eingebettet in die Volkswagen-Gruppe. Also, wenn wir jetzt von Porsche sprechen, dann bitte uns nicht verwechseln mit dem Sportwagenhersteller aus Deutschland. Wir sind ein automobiles Handelshaus und die Lösungen, die jetzt die Porsche Informatik entwickelt, sind dadurch halt natürlich auch Handelslösungen. Zum einen einmal für unsere Endkunden, das wären dann zum Beispiel das Weltauto, das ist ja unsere Gebrauchtwagenbörse und manche von euch haben vielleicht dort schon mal nach einem Gebrauchtwagen gesucht. Wir haben Großhandelssysteme, wir sind in sehr vielen unserer Märkte, in denen wir tätig sind, halt auch Großhändler. Wir haben Einzelhandelssysteme, wenn man in einen österreichischen Betrieb geht, der VW-Marken verkauft, arbeitet der mit unserem Dealer-Management-System oder mit unseren After-Sales-Systemen. Und dann kennen wir wahrscheinlich alle die Porsche Bank. Also die Porsche Holding hat auch Finanzservices. Gut.
Ja, hier noch einmal ein Slide zur Porsche Holding selbst. Eben Österreichs größtes Unternehmen oder zumindest immer unter den ersten drei und Europas größtes Automobilhandelshaus. Und jetzt in der VW-Gruppe ungefähr so in der Kategorie einer der bekannten VW-Marken wie zum Beispiel Audi, Seat oder Skoda. Ja, die Geschäftsfelder der Holding, die haben wir eigentlich schon kennengelernt, weil die werden auch von der Informatik abgebildet. Deswegen brauche ich da nicht mehr im Detail drauf eingehen. Was interessant ist, ist, dass seit letztem Jahr eben auch die Informatik selbst ein Geschäftsfeld der Holding ist. Also da hat man erkannt, dass man mit den IT-Dienstleistungen, die wir haben, dann auch tatsächlich am Markt tätig sein kann und wir die nicht nur für uns betreiben, sondern wir verkaufen die halt jetzt eben auch in die VW-Gruppe hinein und an private Einzelhändler, die unsere Lösungen dann für sich einsetzen. Hier noch einmal ein paar Eckdaten zur Holding und man kann es eh super gut erkennen, ich brauche da nicht genauer drauf eingehen. Ich glaube, die Message da ist, es ist schon ein sehr großes Unternehmen, das halt natürlich eine gewisse Art von Governance mit sich bringt, die man in einem kleinen Unternehmen nicht findet. Ein ganz interessantes Slide und auch super wichtig zu bedenken. Wir machen seit 50 Jahren IT und haben dadurch eine gewisse Geschichte, die wir halt jetzt auch fortschreiben. Also wir haben mit Lochkarten angefangen und ich habe noch Kollegen, die Lochkarten gestanzt haben und damit so aller möglichen Unfug dann auch betrieben haben. Und wir hatten einmal einen Mainframe, den wir abgelöst haben mit einer Client-Server-Architektur. Und seitdem sind wir so in diesem Enterprise-Modell drinnen, wo man halt die Virtualisierung immer stärker vorangetrieben hat. Und jetzt, seit eben 50 Jahren, sind wir so ein bisschen an den Übertritt in dieses Cloud-Modell. Und das ist eine ähnlich große Umstellung wie die Umstellung von einem Mainframe auf Client-Server. Nur diesmal halt eben mit weitaus mehr Workload, die wir haben und halt dann auch weitaus stärkere Relevanz für das Geschäft an sich. Man denkt da jetzt nur mal an Digitalisierung. Ja, jetzt wollen wir zurückgehen zum Beginn unserer Public Cloud-Reise und die hat 2015 begonnen. Und zwar mit diesen zwei Kollegen. Nein, in Wirklichkeit sind es die zwei. Also den Christian, den habt ihr ja vielleicht schon kennengelernt. Das war mein Vorredner auf der Bühne 2. Einer unserer Lead-Software-Developer und Software-Architekten. Und der Christian, der will Speed in der Softwareentwicklung und da halt was voranbringen. Stabile Plattform. Und tolle Technologien, um neue Features zu entwickeln. Und der zweite Kollege, Johannes Grumberg, mittlerweile leider nicht mehr bei uns, aber in der damaligen Rolle war er Infrastrukturarchitekt und durchaus auch eben immer interessiert an neuen Technologien und wollte uns da halt voranbringen. Aber halt aus seiner Rolle heraus hat er da sehr stark auf Stabilität unserer Systeme achten müssen. Und da ist halt dazwischen diese Wall of Confusion, die wir ja alle kennen, aus den DevOps-Erzählungen. Und die zwei haben es geschafft, das ein bisschen einzureißen, indem dass sie halt Interesse in Containerisierung gehabt haben und Interesse in Kubernetes und haben dann 2015 ein OpenShift Proof of Concept gestartet und sich mal angeschaut, na, wäre das jetzt eine Möglichkeit, um so die Infrastruktur- und Softwareentwicklung ein bisschen voranzubringen. Und dann haben sie gesehen, ja, das wäre es, aber es ist auf jeden Fall nicht trivial. Und mit dem Proof of Concept, bei dem ist es dann auch geblieben. Aber eine Sache, die man sich halt eben damals mitgenommen hat, ist, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, gemeinsame Praktiken haben, ja, und ein gemeinsames Interesse, uns voranzubringen, dann schaffen wir es auf jeden Fall. Mittelfristig, langfristig, dass wir schnell und stabil sind. Und dieses Vertrauen, das halt eben dadurch aufgebaut wird, indem dass man gemeinsame Interessen hat und die zusammen voranbringt, das wird sowas wie ein roter Faden sein,
der uns immer wieder begegnet in der Präsentation. Jetzt sind wir in 2016 und eine der wichtigsten Erkenntnisse erst diesem Jahr ist, dass die Geschäftsführung notwendig ist, um Innovationen voranzutreiben. Wir haben zu diesem Zeitpunkt neue Geschäftsführer bekommen, Manfred Imitzer und Rainer Trischak. Und eine der ersten Aufgaben, die sie innerhalb des Unternehmens unternommen oder übernommen haben, war, dass sie gemeinsam mit den Mitarbeitern des Unternehmens unsere Strategie definiert haben. Also es war damals wirklich eine aufregende Zeit, weil ungefähr 50% der Mitarbeiter waren in dieser Strategiefindung involviert. Und es war jetzt ein bisschen das Ziel, das verstaubte Image der Porsche Informatik abzulegen und uns für die Herausforderungen der neuen Zeit, wir werden das nochmal hören, dann vorzubereiten. Und was wir damals mit der POE 4.0 Strategie erreichen wollten, ist, dass wir von einer auf Händler zentrierten Softwareorganisation zu einer auf Kunden zentrierten Softwareorganisation uns ändern. Und zwar jetzt aus unserer Geschichte heraus, natürlich haben wir die IT-Prozesse bei den Händlern unterstützen müssen und haben halt vor allem auf das Offline-Geschäft uns konzentriert. Und irgendwann einmal ist halt dann eben das Internet gekommen und online war auch wichtig und dann sind halt die ersten Händler-Internetseiten entstanden und sowas wie unsere Gebrauchtwagenbörse. Aber das war nur immer voneinander getrennt. Und was wir jetzt in den letzten Jahren geschaffen haben und das durch diese POE 4.0 Strategie ist, dass wir da einen nahtlosen Übergang schaffen können zwischen den Online- und den Offline-Geschäft. Dass man halt eben sich ein Auto im Car-Konfigurator zusammenstellt und dann halt mit dem Link, den man dadurch erhält, oder ist es vielleicht sogar ein QR-Code, ich weiß es nicht, zum Händler gehen kann und sagt, dieses Auto, das möchte ich bestellen oder halt dann nur mal über die Detailkonfiguration sprechen. Und so haben wir auch andere Prozesse weiterentwickelt. Um das Ganze auf den Boden zu bringen, waren, ich glaube, 12, 13 strategische Projekte notwendig. Und ich möchte jetzt nicht auf alle drauf eingehen, sondern auf zwei, die halt für unsere Geschichte, die jetzt da erzählt wird, relevant sind. Das eine war Next Generation Software Development. Und dieses strategische Projekt hat sich dann auch wieder so in die drei Kategorien, die wir da jetzt sehen, aufgeteilt. Nämlich zum einen wollten wir neue Applikationen gleich modularisiert entwickeln und unsere bestehenden großen Applikationen modularisieren. Und das mit dem Hintergrund dann auch, dass ein einzelnes Modul oder eine kleine Applikation durch ein sehr eigenständiges Team, die Self-Contained Unit, betrieben werden kann. Und zwar über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Also nicht nur Entwicklung und dann wird es in gewisser Weise in den Betrieb übergeben, sondern dass halt die Self-Contained Unit den gesamten Lebenszyklus so einer Applikation, eines Moduls betreuen kann. Und da ist dann halt auch der dritte Punkt, ein sehr wichtiger, man muss halt DevOps-Praktiken und eine DevOps-Kultur in das Unternehmen reinbringen. Und jetzt kommen wir mal zum zweiten strategischen Projekt, das damals ganz wichtig war. Es hat Cloud First geheißen. Und die Aufgabe von diesem Projekt war, die notwendige Infrastruktur zu bieten, also diese Self-Service-Plattform, die es ermöglicht, dass man eine Applikation aus dem Entwicklerteam heraus eigenständig betreiben kann. Also die Aufgabe von Cloud First war das Enablement des Next Generation Software Development. Ja, also um das noch einmal so ein bisschen zu konkretisieren, die Aufgabe von Cloud war, oder wir wollen mit Cloud unsere Time-to-Market verbessern und das halt über den Zwischenschritt, dass wir dadurch halt dann auch die Softwareentwicklung unterstützen und effizienter machen. Und das sieht man auch auf dieser Slide sehr gut. Aufgabe der Cloud ist es eben, eine Self-Service-Umgebung bereitzustellen für die Entwicklung und den Betrieb von skalierbaren Applikationen. So haben wir das damals definiert.
Jetzt sind wir in 2017 und die wichtigste Erkenntnis, jetzt auch rückblickend auf diese Zeit, ist, dass es super wichtig ist, die richtigen Partner zu haben, mit denen man beginnt, weil gerade in der Zeit werden halt eben die Rahmenbedingungen gesetzt, die später mal auch gelten. Und wir haben halt jetzt eben nach dieser dann doch sehr intensiven Phase der Strategiedefinition sehr schnell eine Umgebung für die Softwareentwickler zur Verfügung stellen müssen. Und da halt dann eben ein paar Experimente gestartet, aber vor allem auch Erfahrungen gesammelt. Und diese Umgebung dann, ja, wie soll man sagen, ja, ich sage es ein bisschen anders, im Proof of Concept haben wir gelernt, dass OpenShift zu betreiben nicht trivial ist und dass wir das halt eben jetzt nicht auf die Schnelle schaffen. Und wir haben zu dem Zeitpunkt das Glück gehabt, dass wir in einem Rechenzentrum der ITNTEL eine Co-Location besessen haben, also Infrastruktur stehen gehabt haben, haben wir heute ja noch immer. Und die ITNTEL hat ein OpenShift-Service gehabt. Und so war es uns sehr, sehr einfach, dass wir gemeinsam mit der ITNTEL ein OpenShift-Cluster von uns aufbauen, damals halt eben auf deren Seite des Rechenzentrums. Und dann mit einem Kabel halt eben mit einem Server bei uns verbinden und halt innerhalb von einem Monat dann die richtige Self-Service-Plattform für unsere Entwickler zumindest einmal für erste Tätigkeiten, für erste Experimente zur Verfügung stellen haben können. Parallel dazu haben wir ein bisschen später begonnen, erste Gehversuche in der Public Cloud zu machen, damals mit Amazon. Warum? Weil die VW-Gruppe einen Rahmenvertrag mit Amazon gehabt hat und noch mit keinem anderen Cloud-Provider. Da ist uns die Wahl sehr einfach gefallen. Und Gott sei Dank war das auch so, weil Amazon Professional Services hat es wirklich zusammengebracht, unsere Denkweise, wie wir jetzt uns in der Public Cloud organisieren sollen, vor allem auf technischer Ebene mit so Governance-Strukturen, wie viele Accounts man braucht, in was für einen Fall man einen neuen Account macht und wie die halt zusammenwirken, uns da weitergebracht haben. Auch auf organisatorischer Ebene haben sie eine Meinung gehabt, wie wir uns entwickeln sollen. Und diese Meinung war sehr, sehr wichtig bei dem Jumpstart. Wir haben halt eben damals entschlossen, dass man je Applikation, je Stage einen eigenen AWS-Account benötigen. Wir haben investiert in die Möglichkeit, dass wir die automatisiert deployen. Und wir haben uns dann damals darauf geeinigt, dass wir mal K-Compute in AWS betreiben wollen. Also nicht so etwas wie eine virtuelle Maschine haben wollen oder einen Container dort betreiben oder keine Serverless-Applikationen. Damals war das auch noch gar nicht so das Thema. Aber dass wir uns halt auf drei ganz simple Services konzentrieren wollen, die wirklich einen Mehrwert für uns bieten, nämlich Storage in Form von S3, also Object Storage, CloudFront für die Auslieferung von Mediendateien und Elastic Transcoding eben für das Transkodieren von Mediendateien und viel mehr. Und das haben wir dann Storage und Media Services genannt, die wir halt da bei AWS genutzt haben. Die eigentliche Applikation ist dann in OpenShift Client und dieser Storage- und Medienteil in AWS, und aus der Hinsicht haben wir sowas wie hybride Applikationen gehabt, bei denen die es notwendig gehabt haben. Ja, wir sind dann auch zu der Erkenntnis gekommen, dass wir für Public Cloud noch nicht so ganz bereit sind. Es war ziemlicher Aufwand, jetzt einmal nur diese Minimal-Services für uns zu standardisieren und die Umgebung für uns aufzubereiten. Und es waren natürlich ständig Diskussionen in Bezug auf Security und Compliance, wo wir Unsicherheit gehabt haben. Das Thema, wie wir mit der Verrechnung umgehen, also Showback oder Chargeback und solche Sachen, das war irgendwie noch nicht ganz geklärt. Und wir haben dann gesagt, das braucht nur seine Zeit. Aber um jetzt weiterzukommen, müssen wir uns auf die Private Cloud konzentrieren. Und das haben wir halt dann eben auch gemacht und 2018 einen eigenen Kubernetes-Service aufgebaut.
mit den Erfahrungen, die wir im Proof of Concept gemacht haben und dann halt natürlich auch über die Erfahrungen mit der Umgebung der IT-Intel und vor allem auch der Unterstützung der IT-Intel haben wir es dann doch geschafft, innerhalb von 5 Monaten so ein OpenShift-Cluster hinzustellen, der dann auch relativ schnell mit Workload gefüllt wurde. Bis Ende des Jahres hat man 100 Entwickler drauf und ungefähr 200 Projekte, die da herumgegurkt sind, kann man auch sagen, ganz viel in der Non-Prod-Umgebung. Und ja, wir haben halt eben diesen Cluster so ein bisschen vollgestopft mit Technologien, die damals en vogue waren. Und das war zum einen einmal natürlich ein super tolles Erlebnis und eine Errungenschaft, das zu schaffen. Auf der anderen Seite, manche von diesen Technologien, die erzeugen schmerzvolle Erinnerungen. Wie zum Beispiel, also da nur GlassDFS, Gott sei Dank gibt es das auch so in der Hinsicht, glaube ich, gar nicht mehr, aber dass wir da erlaubt haben, ein State in OpenShift zu haben, das hat uns einiges an Probleme eingebracht. Aber ich glaube, Grafana und Prometheus, da hätten wir mehr Erwartungen darin gehabt. Und wir hätten sehr viel rein investieren müssen, um halt wirklich da einen großen Nutzen daraus zu ziehen. Aber ja, wir haben es geschafft. Gut, 2019 war dann so die große Erkenntnis, dass eine Self-Service-Plattform nicht nur Technologie alleine ist. In Wirklichkeit haben wir das auch schon davor gehabt, aber ich glaube, es passt sehr gut so in dieses Jahr hinein. Und es war halt notwendig, dass wir die Organisation aufbauen, um wirklich Self-Service zu ermöglichen innerhalb der Organisation. Und das haben wir halt dann geschafft, indem wir auf unterschiedlichsten Ebenen intensiv zusammengearbeitet haben. Da war es einmal auf Management-Ebene, wo die zwei Hauptabteilungsleiter, der Josef Bayerhammer in seines Zeichen Hauptabteilungsleiter einer Softwareentwicklungsabteilung und CTO und der Peter Friedwagner, mein Vorgesetzter im Infrastrukturbetrieb, sehr eng zusammengearbeitet haben und mindestens 2 Wochen oder zweimal in der Woche sich halt um diese Public Cloud, Entschuldigung, Cloud-Themen gekümmert hat. Also die haben eine Partnerschaft entwickelt und gemerkt, dass sie gemeinsam was voranbringen. Das Gleiche war dann so ein bisschen auf organisatorischer Ebene mit dem Thomas und mir, die halt viele der Zusammenkünfte dann auch organisatorisch vorbereitet haben und auch so ein Teil die Schnittstelle zu unseren Softwareentwicklern waren. Auf Architekturebene der Christian und der Johannes, den wir schon kennengelernt haben, die haben zusammen in einem Büro damals gearbeitet und haben wahrscheinlich täglich OpenShift weiterentwickelt. Es war einmal so, dass der Johannes einen Monat im Krankenstand war, da hat der Christian die Betriebsführung des ganzen Clusters übernommen. Es war eine sehr interessante und dann ein Rückblick in eine tolle Zeit. Und auf Teamebene mit dem Mario und dem Michael. Der Mario betreut das Engineering Environment als Teamlead. Da sind sehr viele Entwicklertools drinnen, wie zum Beispiel unser Jenkins, die CI/CD-Pipeline, eben Confluence, Jira wird da drinnen entwickelt und betrieben. Und der Michael, der das Team betreut hat, in dem OpenShift betrieben worden ist. Und wir gemeinsam waren sowas wie das Cloud-Kompetenz-Team, also so ein bisschen der Kern unserer DevOps-Organisation innerhalb der Porsche Informatik. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir zusammenarbeiten, Themen anschieben können. Das war nicht immer einfach, muss man sagen. Ja, wir haben viel diskutiert und gestritten. Also die größten Diskussionen haben wir rund um Namen gehabt. Welche Namen geben wir an OpenShift Cluster?
Gott sei Dank ist das eher eine Kleinigkeit. Im Großen waren wir uns einig, dass man eben sowas wie ein Plattformmodell, das uns Teams Topologies, das Buch sehr empfehlenswert aufgezeigt hat, in das Unternehmen reinbringen wollen. Und dass wir halt auch da in dieser Gruppe die Aufgabe haben, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ja, und wir haben dann eben auch einiges geschafft. Wir haben in der nächsten Zeit dann einige Cloud-Services bereitgestellt, neben OpenShift dann auch ein gemanagter PostgreSQL-Service, der auch Self-Service-Aspekte erlaubt hat und geboten hat. Wir haben dann eben gemerkt, die Applikationsteams brauchen Einblicke in ihre Applikationen und haben Dynatrace innerhalb der gesamten OpenShift-Umgebung zur Verfügung gestellt. Logging und Search war so ein anderer Painpoint, der notwendig war, dass wir es rausziehen und ein Managed Service aus der Infrastruktur bereitstellen. Neben diesen technischen Komponenten, die wir da geschaffen haben, haben wir unsere Entwickler in der Nutzung dieser Komponenten und halt eben auch im Governance-Modell, wenn man so will, das halt so eine Self-Service-Plattform mit sich bringt, trainiert. Wir haben entwicklerzentrierte Dokumentation geschaffen. Das ist ein spezielles Steckenpferd von mir, weil ich bin überzeugt davon, dass Self-Service nur dann möglich ist, wenn man halt eben eine hochwertige Dokumentation zur Verfügung stellen kann, denen, die halt eben sich selbst bedienen müssen. Und das war etwas, das für uns jetzt im Normalfall ja davor nicht so ein Fokusthema gewesen ist. Ja, wir haben eigentlich eher mehr immer so 1:1 Kommunikationen betrieben, und wenn wer etwas wissen wollte, dann haben wir es denen halt direkt erklärt, aber das ist ja kein Modell, das skaliert. Also haben wir geschaut, wie wir Mechanismen haben, dass einer zu vielen kommunizieren kann. Und da ist halt Dokumentation was ganz, ganz Wichtiges. Und was Ähnliches haben wir geschaffen mit einer sehr aktiven Community rund um unsere Cloud-Plattform. Die Community lebt in Teams, und da ist es wirklich so, dass sie Kollegen per Chat da untereinander weiterhelfen über einzelne Applikationsteams-Grenzen hinweg. Und wir haben halt ein paar In-Person-Meetings etabliert, wo immer wieder Softwareentwickler auftauchen. Manchmal sind wir 20 in so einem Call, manchmal sind wir 70 oder mehr, und da diskutieren wir halt aktuelle Themen und haben so ein gewisses Zusammenhörigkeitsgefühl, das natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Und das ist das alles zusammen, was ich dann eine Plattform nenne. Und im Speziellen ist es halt dann unsere Private Cloud Plattform. Technologie ist bei weitem nicht alles. Es braucht Training, Dokumentation und Community. Ich glaube, sonst darf man eigentlich nicht von einer Plattform sprechen. Wir haben was Ähnliches mit AWS geschaffen und einige Zeit danach auch noch einmal mit Azure. Ich habe mir eigentlich lange Zeit gewehrt, Richtung Azure zu gehen, weil wir dann doch recht viel in AWS investiert hätten und auch schon Compute in Azure vorbereitet haben, in AWS vorbereitet haben. Aber es war dann so, dass mein Hauptabteilungsleiter zu mir gekommen ist und gesagt: Günther, wir sind ein intensiver Nutzer von Office 365 und da gibt es Power BI, und du wirst sehen, es werden die Anforderungen kommen, der Fachbereiche, dass man ein DBH in Azure zur Verfügung stellen, weil Power BI einfach die Daten neu an sich dran braucht und es einen gewissen Sweet Spot hat und da so einen Zug aufbauen wird. Und so war es dann auch tatsächlich. Also wir haben uns mit Azure auseinandersetzen müssen aus dem Aspekt heraus und dann auch relativ schnell gemerkt, dass wir uns halt eben auf einen Cloud-Anbieter fokussieren müssen. Das wird dann aber auch später nochmal ein Thema werden. Also wir haben Azure standardisiert und uns dann eben da auch überlegt, wie wollen wir Managementgruppen einsetzen, Subscriptions einsetzen,
ein ARBAG machen, welche Policies braucht man und wie stellen wir die Plattform generell unseren Entwicklerteams zur Verfügung. Jetzt sind wir noch immer in 2019 und das war so das Jahr mit der Erkenntnis, dass das Private Cloud Modell irgendwann einmal an seine Limits kommt. Und zwar aus diesen folgenden Gründen heraus. Wir haben dann doch so Herausforderungen gehabt, die eigen gemacht gewesen sind natürlich und aus unseren Applikationen heraus entstanden sind. Dadurch, dass wir unsere Monolithen containerisiert haben und natürlich nicht neu entwickelt haben und wir ein großes dann ein Java-Entwicklungshaus sind, haben wir die Situation gehabt, dass manche unserer Container halt so groß sind wie virtuelle Maschinen und wahnsinnig viel an CPU, zumindest beim Deployment dann, wenn halt eben der Java-Code berechnet werden muss, benötigen und einen riesigen RAM-Verbrauch haben. Und dann hast du halt die Situation in so einer geteilten Umgebung, dass dieser Einfluss nimmt auf andere Applikationen und Teams, die diese Umgebung nutzen. Ja, es hat immer wieder Diskussionen gegeben, wann halt jetzt der richtige Patch-Zeitpunkt ist für Nodes der OpenShift-Umgebung oder für die OpenShift selbst, wenn es ein Versionsupgrade notwendig ist. Und das hat deswegen zu Diskussionen geführt, weil manche unserer Applikationen, vielleicht sogar die meisten, nicht Zero-Downtime-Deployment-fähig gewesen sind, also halt auch nicht hoch verfügbar. Und das ist auch voll verständlich, weil das braucht sehr, sehr viel an Entwicklungsressourcen, das zu schaffen. Aber es war sicher ein Punkt, der einige unserer Kollegen, die jetzt OpenShift betreiben, heute noch graue Haare wachsen lässt. Und dann haben wir halt gemerkt, dass wir innerhalb der Applikation einiges an technischen Schulden auf uns genommen haben, indem dass es halt sehr, sehr einfach gewesen ist, technische Komponenten, wie zum Beispiel Datenbanken, Messages, Vaults, also Message Queues, Vaults und anderes, Caches zum Beispiel, zu deployen. Also die Container-Images, die sind ja zur Verfügung auf Docker Hub oder anderen Registries, aber die dann halt dann auch hochverfügbar zu betreiben, ist eine andere Sache. Und auch nicht unbedingt jetzt so zentrale Aufgabe eines Entwicklerteams. Gut, und dann haben wir auch die Probleme erkannt, die jetzt so ein bisschen aus der Infrastruktur heraus existieren. Zum einen einmal, wir haben zu Beginn, weil wir es vielleicht auch nicht besser gewusst haben, gehofft, dass man mit zwei großen OpenShift-Cluster auskommen, einen Non-Broad-Cluster und einen Broad-Cluster. Und wir haben dann aber schnell bemerkt, es macht Sinn, kleinere Cluster zu machen. Vielleicht auch aus der Situation heraus, dass man halt dann mehrere Patch-Windows hat. Aber so eine Flotte an Cluster zu betreiben, das ist dann noch einmal eine Komplexitätsstufe drüber und gar nicht trivial. Wir haben dann auch bemerkt, dass halt die professionelle Zurverfügungstellung von technischen Komponenten, wie zum Beispiel unser PostgreSQL Managed Service, ja eben gar nicht trivial ist, wenn man das als Self-Service zur Verfügung stellen will. Und wir haben es gerade einmal geschafft, für PostgreSQL und für den Elk-Stack, aber da waren ja noch mehr notwendig. Und wir haben es jetzt nicht gesehen, dass man die auch noch innerhalb unserer eigenen Umgebung zur Verfügung stellen können. Ja, und die dritte Erkenntnis, wenn man so unterschiedliche Technologien übereinander layert, wie zum Beispiel Virtualisierung und Kubernetes und dann da vielleicht auch nochmal ein Layer draufbaut, dann wird das irgendwann einmal so komplex, dass wenn du halt ein Problem hast, du sehr, sehr lange noch nach der Ursache suchst. Jetzt ein kleiner Abstecher, 2020. Wir wissen alle, was da war. Es war das Jahr des Lockdowns und ein bisschen auch so das Jahr der Digitalisierung, weil mit dem Lockdown, mit Covid ist die Digitalisierung im Unternehmen wirklich vorangetrieben worden.
2020 hat unserem Top-Management, und da rede ich jetzt von dem Management der Porsche Holding, bewiesen, dass Public Cloud einen richtigen Mehrwert bietet. Und zwar dadurch, dass sie gesehen haben, dass man halt eben jetzt mit Office 365 oder unserem Digital Workplace sowas wie einen unterbrechungsfreien Betrieb schafft und Resilienz gewinnt für Events wie Covid oder so einen Lockdown. Weil was nämlich war, die Jahre davor hat sich meine Organisation nicht mit Public Cloud hauptsächlich beschäftigt oder mit Private Cloud, sondern eben mit dem Rollout von unserem Digital Workplace. Und wir haben innerhalb von 2 Jahren Office 365 auf 30.000 Anwender und in 30 Länder ausgerollt. Und dadurch haben wir uns zum einen einmal Vertrauen in der Holding-Geschäftsführung geschaffen. Wir haben dann aber auch, und das ist auch ganz wichtig, gelernt, wie man große Initiativen auf den Boden bringen kann. Und beides wird in Zukunft sehr, sehr wichtig für uns sein. Jetzt sind wir 2021 und das ist das Jahr, in dem wir jetzt wirklich unsere Unternehmens-Cloud-Strategie definieren. Eine wichtige Erkenntnis daraus ist, das ist die Aufgabe des Cloud-Architekten. Jetzt nicht ausschließlich, wir haben das in der Gruppe gemacht, die man vorher gesehen hat, und in der Tat haben wir die Gruppe noch um einiges erweitert, aber es war dann eben dann auch meine Aufgabe, diese Strategie dann noch einmal zu abstrahieren und auf den Boden zu bringen. Und halt vor allem auch darzustellen. Ja, es ist in gewisser Weise dann auch Knochenarbeit, weil man halt viel dokumentiert, niederschreibt und PowerPoint-Slides zeichnet. Und eine andere Erkenntnis ist, dass man abwarten muss, bis die Zeit dafür reif ist, weil wir haben schon mal 2020 oder eigentlich Ende 2019 probiert, so einen Strategiefindungsprozess zu initiieren, aber damals war es uns halt eben nicht möglich. Ja, warum war es uns jetzt möglich? Wir haben erkannt, dass Public Cloud eigentlich keine Frage mehr ist von, ob wir das machen, sondern wie wir es machen. Ja, es waren einfach einige Projekte bei uns am Tisch, die gesagt haben, es gibt eine große Nachfrage an Services aus der Public Cloud, aus der Holding heraus selbst. Und wir haben damals aber nur die Herangehensweise gehabt, dass wir immer so eine Fall-zu-Fall-Entscheidung getroffen haben. Wo investieren wir jetzt unsere Ressourcen? Also in monetärer Hinsicht, aber auch in der Hinsicht an Aufmerksamkeit. Und wenn wir jetzt diese Fall-zu-Fall-Entscheidungen so weitergeführt hätten oder wenn wir die jetzt noch weiterführen, ja, dann kommen wir irgendwann einmal in eine Situation, wo wir die Infrastrukturen verdoppelt haben, on-premise und in der Public Cloud, und wo man vor allem, und das ist noch viel schlimmer, das doppelte Personal braucht, weil die einen konzentrieren sich hauptsächlich auf die eine Seite und die anderen auf die andere Seite. Und wir haben probiert, mit dieser Public Cloud Strategie sowas wie eine Gravitationsumkehr zu schaffen, dass wir uns nicht mehr nur hauptsächlich auf On-Premise konzentrieren, sondern dass wir uns halt auch der Public Cloud widmen und da der Organisation aufzeigen, wie der Weg in die Zukunft reicht. Also, was jetzt das Ziel mit dem Cloud Masterplan, eine innerhalb der Holding abgestimmte Public Cloud Strategie zu erschaffen. Wir haben dazu ein sehr intensives Risiko-Assessment-Projekt gestartet oder ein Projekt gestartet mit dem Teilabschnitt Risiko-Assessment. Wir haben dann Migration-Strategie erarbeitet, also wie wir jetzt in die Public Cloud umziehen könnten. Und wir haben einen ausführlichen Business Case gerechnet auf Basis dieser Migrationsstrategie. Der ist sicher ein eigener Talk wert. Leider darf ich da keine Zahlen herzagen, was klar ist. Und ja, wir haben jetzt schlussendlich Anfang dieses Jahres auch die Bestätigung der Strategie durch unsere Holding-Geschäftsführung bekommen. Und das abgestimmte strategische Ziel ist, dass wir bis 20,
27 die zentrale PaaS-Workload in die Public Cloud migriert haben. Also jetzt einmal das, das in die Applikationen, die in Österreich betrieben werden. Wir haben auch noch Rechenzentren international, die werden auch zum Thema, aber ein bisschen aus einem anderen Aspekt heraus, denn wir müssen Security in diesen Umgebungen anheben und das ist jetzt auch ein Parallelprojekt zum Rollout der Cloud-Strategie, dass wir Security in unserer Umgebung verbessern werden. Gut, warum machen wir jetzt das Ganze? Nämlich, und das dreht sich jetzt auch schon der gesamte Talk, wir wollen die Innovationskraft der Public Cloud nutzen. Wir sind davon überzeugt, dass wenn man jetzt nicht die Möglichkeiten, die uns die Public Cloud bietet, umarmen und lernen für uns zu nutzen, dass das halt auf jeden Fall andere machen, Marktbegleiter machen und uns durch die Geschwindigkeit, die sie dadurch erhalten, dann auch in den nächsten Jahren überholen könnten. Und das wollen wir verhindern. Wir wollen die Resilienz unserer Applikationen stärken und das zu einem kosteneffizienten Preis, wenn man so will. Ja. Wir bekommen aus der Public Cloud sehr resiliente Services. Meistens ist es so, dass man sich das aussuchen kann. Will man das jetzt in HA, die Datenbank, haben oder will man es zum Beispiel nur in einer Availability Zone? Und es ist eine Wahl, die man treffen muss, aber man muss es nicht selber implementieren. Und man kann sich entscheiden, ob man es bei der einen Applikation macht oder bei der anderen nicht, beziehungsweise man kann sich entscheiden, ob man es jetzt in einer Produktionsumgebung macht und in einer Development-Umgebung nicht. Diese Granularität, die hat man on-premise einfach nicht. Gut, und zuletzt sind wir davon überzeugt, dass man die Sicherheit unserer Applikationen mit Hilfe von Public Cloud Services weiter erhöhen kann. Es ist ja heute schon so, dass man zum Beispiel den Azure Defender nutzen, um die Sicherheit unserer Clients zu verbessern. Es ist ja ein Cloud-Service an sich und man hat ähnliche Möglichkeiten, wenn man jetzt PaaS-Services nutzt. Man aktiviert dann da eben den Defender und hat schon Out-of-the-Box-Integration in der SIEM rein und wenn da ungewöhnliche Verhalten auf der Datenbank sind, dann werden Out-of-the-Box die Owner der Datenbank notifiziert und sowas selbst zu entwickeln, ist eben sehr aufwendig. Und dann ist es so, sollte man mal angegriffen werden, das ja auch durchaus passiert, stehen wir auf Schultern von Giganten und können mit Hilfe der sehr professionellen Cloud-Teams dann auch diese Angriffe abwehren. Ja, noch einmal so Schlüsselentscheidungen innerhalb des Cloud Masterplans. Eine der Schlüsselentscheidungen waren, dass man keine Showstopper im Risikoassessment sehen. Es gibt Risiken. Das ist ein Fakt. Man hat das Risiko des Vendor-Logins. Man hat ein gewisses Security-Risiko, wenn man es nicht richtig macht. Man hat eben Compliance und regulatorische Risiken, aber das lässt sich mitigieren. Ja. Aus meiner Sicht lässt sich das sogar viel besser mitigieren, als wie das Risiko, dass man es zusammenbringen muss, halt eben das ganze Unternehmen mitzunehmen auf die Reise. Das wird eine richtige Herausforderung. Ja, wir wollen uns auf einen Cloud-Provider fokussieren und der ist Azure. Das bedeutet, wir werden jetzt in absehbarer Zeit unseren Estate in AWS abbauen und Azure als unseren einzigen Hyperscale-Cloud-Provider nutzen. Das bedeutet jetzt aber bitte nicht, dass man nicht so Second-Tier-Cloud-Provider, die im Ökosystem von so einem Hyperscaler unterwegs sind, wie zum Beispiel Elastic oder Cloudflare, dass wir die nicht nutzen wollen. Moderne Applikationen sollen auf PaaS-Services gebaut werden, nach dem You-Build-It-You-Run-It-Prinzip. Das ist ja ein roter Faden, der sich durch diese ganze Präsentation jetzt durchzieht. Und damit wollen wir halt eben auch unserer Erkenntnis gerecht werden, dass man die Qualität
die die Pass-Services in der Public Cloud haben, on-premise nicht nachbauen können. Und das ist jetzt eben die Entscheidung, die wir treffen, dass wir das auch nicht machen werden, sondern es sollen Azure native Pass-Services verwendet werden. Im Idealfall dann halt welche, die man vielleicht auf einen anderen Cloud-Anbieter auch bekommt, wie zum Beispiel Open Source Services, aber wir wollen nicht in der Public Cloud dann halt da auch wieder etwas nachbauen. Die weitere wichtige Entscheidung ist, ja, wir haben noch VM-based Applications, sehr, sehr viele, ist ein Großteil unserer derzeitigen Workload. Und diese traditionellen Applikationen sollen in der Public Cloud wieder eine bekannte Umgebung bekommen. Ja, wir sind da sehr wir sind da VM-Warehouse. Unsere Virtualisierungstechnologie ist VMware und wir werden auch wieder in der Public Cloud VMware nutzen als Technologie-Provider. Das heißt, aus technologischer Sicht wird Infrastructure as a Service in Azure aus dem VMware-Portfolio bedient werden. Das bedeutet, und das ist ganz, ganz wichtig, wir wollen keine Azure-virtuellen Maschinen haben. Ja, und bei so traditionellen Applikationen wollen wir jetzt auch nicht unsere bestehenden Betriebsprozesse neu erfinden, da wird es ja keinen Self-Service geben. Und last but not least, als Betriebsorganisation werden wir unsere Fähigkeiten sukzessive ausbauen, dass wir halt auch sowas wie Governance innerhalb von Self-Service-Umgebungen gewährleisten können. Weil wie ist es denn derzeit? Wie gewährleisten wir Security und Compliance? Indem das ein Applikationsteam zu uns kommt und sagt, sie brauchen eine neue virtuelle Maschine, sie brauchen eine neue Datenbank. Und wir deployen dann diese virtuelle Maschine und übergeben sie Betriebssystemoberkante. In einer Self-Service-Umgebung, das ist durchaus jetzt auch schon so in unserer Private Cloud, ist es ja nicht mehr so, dass wir die Infrastruktur deployen und definieren, sondern das machen die Applikationsteams selbst. Das heißt, deswegen brauchen wir eine andere Herangehensweise für Security und Governance. Und da ist es so, dass wir als Betriebsorganisation Fähigkeiten brauchen, wie wir Probleme in diesen selbstdeployten Umgebungen erkennen und dann die Teams warnen, dass es da Probleme gibt. Also wir haben sowas wie eine Prüf- und Warnpflicht, die wir in Zukunft einhalten müssen. Und wir müssen es ihnen so einfach wie möglich machen, dass sie ihre Umgebungen selbst deployen können. Und das macht man in Form von Dokumentation, Templates, Trainings oder halt auch Guidance und Guardrails, die man in Form von Policies dann innerhalb von Azure deployed haben. Und da müssen wir noch einiges dazulernen. Wir wollen also jetzt nicht, dass so das bimodale Modell von Gartner vorantreiben, wo man sagt, man stellt jetzt für Public Cloud eine zweite Organisation daneben und die können da in gewisser Weise von einem grünen Feld beginnen, sondern wir sind eine IT und Public Cloud wird Aufgabe der domainspezifischen Teams. Ja, und jetzt sind wir in 2022 und aus meiner Sicht ist es jetzt in gewisser Weise so das zweite Inning oder der zweite Akt unserer Geschichte, die halt eben jetzt noch nicht geschrieben ist. Wir sind jetzt ungefähr da, wenn man sich so einen Technology Adoption Cycle anschaut. Ja, wir haben jetzt die Kluft einmal überwunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese Technologie im vollen Umfang umarmen werden, aber das sind wir erst am Beginn so ein bisschen des exponentiellen Wachstums. Da wird noch einiges kommen. So, jetzt noch zum Abschluss so ein bisschen meine Erkenntnisse und Empfehlungen an alle, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Allererst, Cloud reicht in sehr viele unterschiedliche Fachgebiete eines Unternehmens hinein. Da haben wir mal den technologischen Aspekt.
Natürlich, ganz, ganz wichtig. Aber betriebswirtschaftliche Aspekte, man denkt jetzt nur an den Business Case oder Controlling, wo man sich überlegen muss, wie macht man jetzt ein Showback oder Chargeback. Man hat eben die Compliance-Aspekte, Security-Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind. Man muss eben ja auch richtig kommunizieren Richtung an einer Geschäftsführung, auf einmal IT-Ebene, aber dann halt nur einmal drüber hinaus auf eigentlicher Business-Ebene. Und der Cloud-Architekt hat so ein bisschen die Aufgabe, all diese Aspekte abzudecken und sich Gedanken darüber zu machen, was bedeutet denn jetzt Cloud für diese Bereiche? Und man muss so ein bisschen eine Idee haben, wie sollen sie jetzt die Bereiche weiterentwickeln, um halt da Cloud umfangreich zu ermöglichen. Und da ist es auch wichtig, dass man halt ja Veränderungen in die Bereiche reinbringt, indem dass man halt mit den jeweiligen Kollegen, die da sind, zusammenarbeitet und am besten sich am Anfang halt eben um Probleme kümmert, die da gerade existieren und halt aufzeigt, dass man die wahrnimmt und dass man die gemeinsam lösen will. Und wenn man mal ein Problem gelöst hat von einem der Kollegen, dann besteht auch das Interesse, dass man halt eben die eigene Aufgabe gemeinsam weiterbringt. Also die Aufgabe des Architekten, meine ich jetzt in dem Fall. Also dann hat man eben dieses Vertrauen aufgebaut und die Basis, um weitere Veränderung einzubringen. Gut, und wenn man jetzt externe Partner sucht, dann braucht man einen Partner, der eine ähnliche Herangehensweise hat. Man braucht unbedingt wen, der seinen Erfolg dadurch definiert, dass er den anderen erfolgreich gemacht hat. Und es gibt halt leider externe Partner, die ein Hauptinteresse es ist, an ein bisschen Geld aus der Tasche zu ziehen. Von denen muss man Abstand halten. Man muss geduldig sein. Jetzt kommt der richtige Moment für eben das Thema, das man voranbringen will. Und man muss sie wiederholen. In dem, was man halt vorhat, das auf unterschiedlichste Art und Weise weiter, also kommunizieren. Es ist immer wieder ein Neuanlauf und in Wirklichkeit endet die Reise nicht. Sie geht weiter. Und damit bin ich jetzt aber fertig mit dieser Präsentation. Danke. Für alle, die jetzt noch diskutieren wollen, es gibt eine Q&A-Stage zu dieser Stage 2. Und ich werde jetzt darüber wechseln und dann können wir uns dort unterhalten. Ich freue mich schon auf eure Fragen. Ciao.